Wir gehen erstmal in die Entbannungsanträge rein. Und der erste ist Craig Kapital, der reinschreibt Moin und dann Hurensohn. Wann war denn das? 2021. Und sein Entbannung ist Moin. Ablehnen. Dann haben wir hier auch noch... Ist heute der Tag des Sohns. War uncool, NGL, aber hab gelernt und bin jetzt weise. Was heißt denn NGL? Not gonna lie. Ah, wieder was dazugelernt. Ja, Sperre aufheben, er hat sich entschuldigt und gut. I'm Eric hat Michael-DRG gesperrt. Keine Ahnung mehr, warum ich gebannt worden bin. Mod-Kommentar? Du bist ein Knecht. Also er hat privat Zuschauer beleidigt. Und das vor 2 Monaten. Ablehnen? Du bist selber ein Knecht. Hallo, hallo. Servus zusammen. Servus. Ah, lecker. Der hat Essen. Moin, moin. Dann hab ich den gesperrt. Lieber Monte, liebe Mod, sorry. Ich sehe hier keine Beleidigung. Bin auch von meiner Persönlichkeit auch total gegen jemanden im Internet drunter zu machen. Wenn ich doch hier irgendwo gegen die Richtigen verstoßen hätte, dann tut es mir aufrichtig leid. Also, wenn ich dich gesperrt habe, dann wird es daran liegen, dass ich gesehen habe, dass du bei irgendjemand anderen Scheiße in den Chat geschrieben hast. Aber ich weiß es natürlich auch nicht, ne? Ja, sind auch keine Kommentare. Sperre aufheben, willkommen zurück. Du Ehrenmann, Monte, ich will ein Kind von dir. Moin, jetzt wird gearbeitet, du Keck. Trotzdem, Eli mehr Subs, bin seit 2 Minuten, hab gar nichts gemacht, war nur Spaß. Da habe ich ihn gesperrt. Und sein Entbannungsantrag ist ein Z. Ich kann mich nicht daran erinnern, warum ich ihn gesperrt habe. Naja, wir können die Sperre aufheben, da sehe ich jetzt nichts Schlimmes. HS hat er geschrieben. Sorry, dass man vielleicht dachte, dass es Hurensohn heißt, aber es sollte eigentlich heißen Hallo Spast. HS gleich heute Schenefeld. So, oh, vielleicht will er ja heute nach Schenefeld. Uff, los, zum ersten Mal Bunker auf, wie geil. Ich believe in 3 Kills. Die alten Warzone-Streams. Mods haben so Stress, haha, hui. Kieskauer Lappen. Und Kieskauer hat ihn dann eigenhändig gesperrt. Tut mir leid, die Psyche des äußerst geschätzten Kieskauer angegriffen zu haben. Denke aber, die Nachricht war nicht allzu schlimm. Es wird auf jeden Fall nichts vorkommen. Mein Prime wäre ready. Sperre aufheben. Ich bedanke mich für die monatlichen 5 Eugen in meine Tasche. Kieskauer, sehe ich das noch einmal, Digga, wird dein Arsch gebannt. Dass du mir meine Butter auf dem Brot nicht gönnst, finde ich absolut eine Frechheit. Kostet das 4 Euro mittlerweile? Schnapper. Kieskauer hat ihn gesperrt. Es tut mir leid, in anderen Streams per DM Leute zu beleidigen und Streamhopping betrieben zu haben. Diesmal einmalig, ihr kommt nie wieder vor. Beleidigt in Orange im Orange Chat und in Whisper-Nachrichten Orange Zuschauer. Das ist von dem Hund Orange, die Zuschauer, du Depp, selbst am Gras hüpfen und dazu noch Scheiße schreiben. Interessant. Nee, das wird auch abgelehnt. Grashüpfer mag ich nicht wie harte Pussys. Gras mit 2S, ja, ich hab noch die alte Rechtschreibung drin, hallo. Was hat der geschrieben? Mimimi. Oh, den habe ich gesperrt. 10 Monate aktiver Support, 2 Jahre Passivität und ein Perma für ein Mimimi fühle ich nicht. Da hast du reingetriggert, Digga. Dich habe ich auch eigenhändig gesperrt. Aber da war ich auch salzig, Sperre aufheben. Claudi mit 29, Claudi 2903. Moment. Ah, oh, Mensch. Monte RP, mega langweilig. Oh, da waren sich die Mods einig. Philipp, 600 Sekunden. Big Mac, 600.000, 604.000. Mann! Also 600.000, so. Und Code Driven hat ihn gesperrt. Bin der Meinung, dass ich nichts Schlimmes geschrieben habe. Also theoretisch gesehen nichts Schlimmes, aber in einem Stream zu chillen, wo RP gespielt wird und dann reinschreibt, ist langweilig, ist halt albern. Ein Jahr her kann man auch mal, wieder angenommen werden, so. Boah, Digga, der hat ein halbes Roman geschrieben, ey. Also, wenn ich Kacke spiele, ist gleich ich Rage quitte. Baby Rage ist halt die Wahrheit. Moin an das Mod-Team von Monte hier nochmal, weshalb ich gebannt wurde, als Monte gegen einen random Online-Spieler in FIFA verlor und sich über die X-Pässe in dem Spiel beschwert, schreibt jemand in den Chat, dass es an ihm liege, nicht an dem Spiel. Logischerweise hat das Monte verärgert, also hat er die Person gebannt. Ich aber schrieb, dass der ihm ja halt die Wahrheit sagt, somit wurde ich auch gebannt. Genauso und nicht anders! Mein Chat! Das Ganze war vor etwa mehr als einem Monat, dem 28.09. Mittlerweile habe ich auch... Ja, dann ist der Text weg, weil keine Ahnung, wird mir nicht angezeigt. Ist eine Diktatur hier. Sperre aufheben, gut. Heul nicht rum und versucht den Ball nicht immer ins Tor zu tragen, Alter. Es war mega salzig, weil er gegen Trimax verloren hat, konnte mit keiner Kritik nicht umgehen, sorry dafür, ist nicht kritikfähig. Heul nicht rum. Danke dir, Digga, für die Kritik, heul nicht rum. Baba, Kritik auf jeden Fall. Nö, den lehne ich ab, Digga. Einfach, weil er sagt, ich bin kritikunfähig, dann kriegt das jetzt am eigenen Leib zu spüren. Jalla.
hat auch keine Ehre, dass er Kim vom Thron stößt. Keine Ahnung, was das, warum das ein Bann ist. Ach, das ist voll wegen Subs. Das ist kein Serienspoiler. Sperre aufheben. Den habe ich gesperrt. Moin, ich habe leider Monte getriggert und das tut mir leid, auch wenn ich weiterhin der Meinung bin, dass es an Monte lag, da andere zu dem Zeitpunkt besser gespielt haben und Monte später auch deutlich besser war. Aber es ist unnötig, das in Chat zu schreiben. Es tut mir wirklich leid. Und die Leute sagen, es geht ihnen heute schlecht. Ich hatte vor 35 Jahren leben müssen. Liegt eher an dir. Weiß ich nicht mehr, Digga, aber eher Sperre aufheben. Oh, er hat das Wort Untermensch mit einem Kappa benutzt. Hallo, liebes Mod-Team, ich weiß, dass Kappa nicht vor dem Fall rettet, aber das war als Meme von Electrix, also nicht ernst genommen. Ich sehe meinen Fehler ein und versichere, nie wieder so etwas in die Richtung zu schreiben. Im Falle einer Entbannung würde der Sub am gleichen Tag noch reingeflattert kommen. Ja, das ist schwierig. Also, guck mal, da wird ein Wort verwendet, was halt gegen die Richtlinien verstößt und nichts in meinem Twitch-Chat zu suchen hat. Auch nicht mit einem Kappa. Und ich würde auch gar nicht darüber jetzt gerade so nachdenken, wenn ich da nicht den Sub reinflattern sehen würde. Kapi? Ich wäre gewillt, die Entbannung anzunehmen und aus einem einzigen Grund, weil da ein Kappa hinter ist. Das relativiert das Wort nicht, aber nur die Beleidigung Untermensch ist sowieso Dreck. Mit einem Kappa dahinter ist auch Dreck, aber ich habe trotzdem den guten Willen bei dir gesehen. Und es war halt auch auf den alten Meme von Elotrix bezogen. Das Wort Untermensch ist Terms of Service. Natürlich, selbstverständlich. Blauer Tukan schreibt, deine Mama ist nutzlos. Interessant. Ich meine, ich wollte jemanden im Chat beleidigen, der sowas in die Richtung gesagt hat. Geht auf jeden Fall nicht klar. Sorry, dafür wäre cool, wenn ihr mich entbannt. Gruß. Wann war denn das? Nö, ablehnen. Danny the Real, eben wenigstens einer mit ein bisschen Herren hier unterwegs. Hab was gefragt und Wort von einem Zuschauer beleidigt und hab dann per DM zurückbeleidigt. Er hat es einem Mod gesendet und ich wurde gebannt, weil ich ihn privat zurückbeleidigt habe. Du hast ja nicht nur privat in der DM beleidigt, sondern hier auch. Lern erstmal die deutsche Rechtschreibung, danach reden wir weiter. Du ungewollter wird eine Mod gesendet, schalte du erstmal deinen Herrn ein. Ich sehe da keine Beleidigung von dem Zuschauer, sondern nur von dir, sowohl per Direktnachricht als auch im Chat. Wenn man sich mal im Chat beeft und mal sich beleidigt, dann kriegt man Timeout. Aber den Stepper zu machen, per Privatnachricht noch Leute abzufucken, ist für mich ein Ablehnungsgrund. Hades hat ihn gesperrt. Tut mir leid, sollte aber nicht H-Sohn heißen, sondern haha, ein Kommentar drüber war ja auch ein H-Sorry. Hä? H-H-S, heißer Stream. Digga, Sperre aufheben, willkommen zurück. Digga, das ist... Mund der... Hab Leukämie, schick mir Geld. Haha. Hab wirklich Leukämie und wollte nur einen Witz machen, lol. Ja, ablehnen, Digga. Ist mir scheißegal, Digga, ob du Leukämie hast oder nicht, kriegst du keine Sonderbehandlung. Wenn du krank bist, dann tut's mir natürlich leid, aber das ist hier ganz großer Dreck, Digga. Das ist Schmutz, Digga, weg mit dir. Was geht, Homo? Hab mir zu extrem die Redewendung von New Kids angewöhnt. Nächstes Mal lasse ich das Homo, was nicht böse gemeint war, weg und du bist der Beste. Ich spiel dir mal den Matchball zu. Homo ist eine Gattung der Menschenaffen in der Klasse der Säugetiere, zu welchem der anatomisch moderne Mensch und seine nächsten ausgestorbenen Verwandten gehören. Willkommen zurück. Tag gerettet zu lange zu Tumor. Guten Tag, liebe Mods. Guten Tag, Monte. Vor circa 2 Monaten hat Monte über seine Verletzung an der Hand geredet. Daraufhin habe ich einen unlustigen Kommentar gelassen mit Tumor. Ich verstehe den Bann, würde aber gern wieder in Chat teilnehmen, da Monte mein Lieblingsstreamer ist und ich meinen Fehler bewusst bin. Ich hätte das nicht schreiben sollen. Völlig klar. Freundliche Grüße und vielen Dank für die Zeit. Werd keinesfalls erneut vorkommen. Aus Fehlern lernt man. Ja, das fand ich sehr unkorrekt. Wenn man so über Krankheit redet oder das, was man hat, dann schreibt jemand rein, du hast einen Tumor. So, fand ich halt nicht geil. Kann man verstehen. Ist aber auch nichts, wo ich groß nachtragen bin. Deswegen heben wir die Sperre auf. Twitch Prime und rein. Moin Marcel, zerstöre sie. Meinung zu Stranger Things. Mbappé schon kacke. Sohn. Moin, liebe Mutz. Moin, Monte. Ich weiß, dass das eine Beleidigung ist, aber ich war sauer auf alles, was in meinem Umfeld so passiert. Deswegen entschuldige ich mich hiermit bei allen. Ja, komm. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Komm zurück. Wieder Kreditkarte. So ein Moin, hört sich doof an, aber war der Sitznachbar in der Berufsschule. Benutzen dort iPads für die Bücher und naja, der Unterricht ist nicht immer so spannend. Also auch mal auf Twitch. Naja, würde sogar, aber naja, Laberkopf, die Uhrzeit passt, Schule. Er hat 2x Kreditkarte reingeschrieben, um zu gucken, was ich hab. Dann hat sein Sitznachbar irgendwelche Tasten gedrückt und dann so ein reingeschrieben. Glaube ich ihm. Moin, Monte, du Pisser. Sorry, wollte es nicht sagen, war Autokorrektur, wäre nett, wenn du die Sperre aufheben könntest. Ah, Autokorrektur bei Pisser. Was machst du für scheiß Geräusche, du Hund? Das mit dem Trinken war gern was Uni gemeint. Es tut mir leid für diese Nachricht mit den Geräuschen. Ich finde es nur schade, dass Monte auf Mutter beleidigt und ich nichts sagen darf. Ich habe nicht Keil oder so damit gemeint. Wie auch immer, es tut mir leid, ich werde sowas nicht mehr schreiben.
Hä? Was meint er damit auf Mutter und er meint nicht Kylo? Ach so, wegen, was machst du für scheiß Geräusche, du Hund? Ja, komm. Immer schön beleidigen, Monte, nice, halt dein Maul. Hab aus meinem Fehler gelernt, hoffe, ihr gebt mir eine neue Chance. Ah, komm. Monte lutscht Sch**e in der Hölle. Oh Mann, peinlich, wie lange ist das her? Von 2018, Digga. Wie kommt man da drauf zu schreiben, dass ich Sch**e in der Hölle lutsch, Digga? Sag mal ganz offen und ehrlich. Sperre aufheben, komm. D.D. Loi. Sein erstes richtiges Wort von Moin. War nicht zu dir, ein anderer zu dir, Hurensohn, gesagt, also ich Zucker. Ablehnen? Hallo, dann wurde er gesperrt. Leute, was geht? Dann wurde er wieder gesperrt. Wiederholt Eigenwerbung. Möchte gerne wissen, wieso ich gebannt wurde. Egal, was ich getan habe, es tut mir sehr leid. Ich möchte zurück in den Chat. Ich suche neue Freunde, die meinen YouTube-Kanal unterstützen. Wie? Mein Kanal heißt bla. Hallo, mein Name ist Oma bla. Ich schaue mir Monte an. Ich brauche deine Hilfe. Ich habe keine Zuschauer. Also, jetzt weißt du den Grund, warum du gesperrt worden bist, Digga. Wiederholt das zweite Mal, dass du das gemacht hast. Du wurdest ja schon mal entsperrt. Und deswegen wird es auch heute nichts. Guten Tag, ich hoffe, ihr könnt mich entsperren. Ich habe leider einen TikTok-Link geschickt, ohne mich vor über die Richtlinien auseinanderzusetzen. Es tut mir leid. Ja, alles gut, Sperre aufheben. Junge, du Sohn, es tut mir leid, das zu schreiben wollte cool sein. Ist nicht cool, werde es in Zukunft sein lassen. Wäre korrekt, die Sperre aufzuheben. Lass auch mein Prime da. Schreibt das alle in die Entsperrung rein. Ihr werdet alle entsperrt, Digga. Das ist das Argument. Ihr könnt lange Texte schreiben. Prime und rein. Monte, schau mal ein neues Video von Reportagen an. Den habe ich gesperrt. Herr weiß nicht, wieso ich gebannt wurde. Ist ein bisschen her. Bald 3 Jahre her. Sperre aufheben. Bei Papa Platte. Montana Black ist tot. Ah. Ja. Ja, wie du siehst, bin ich nicht tot. Ablehnen, ich lebe. Folgt mal auf Ehre. Ey, Monte, ey, Mods. Ich entschuldige mich für meine Verhalten. Ich wusste nicht, dass man da gesperrt wird. Was hältst du davon? Sub dann so? Guter Mann, Digga. HS. Moin. Ohne Ausrede, ich wollte es einfach mal probieren, was passiert. Und dann direkt ein halbes Jahr auf der Stehentreppe. Gruß an den Oldschool-Mod Franz. Willkommen zurück. Würde gern wieder teilnehmen. Ich werde an mir arbeiten, es tut mir leid, was hat er gemacht? Was für unerträglich, 100 Sub und laberst, lern erstmal Deutsch, du so ein Haar, laberst Haar. Ja, er muss nicht sein, dass man beleidigt wird, aber ich fühle ihn auch irgendwo in einer gewissen Art und Weise. Er wurde ja auch als erstes angeschrieben, also kann man später auch aufheben. Hallo, ich bin nicht auf Geld aus, so, ich fahre in 10 Tagen in die Ukraine. Der folgt nicht mal meinem Kanal, Digga, der Sven. Ablehnen. Moin Meister, Weise, Montenus, du tut mir leid, bitte entsperren. Den habe ich einfach gesperrt. Bitte gib mir eine zweite Chance. Hab dich lieb, Monty. Der hat wieder in irgendeinem anderen Chat Quatsch geschrieben. Aber gut, Sperre aufheben und Abfahrt. Moin. Monte, du Hufe, Nick. Nö. Hat bei Abo geschrieben, dass Monte dumm ist. Interessant. Monte ist echt doof, Alter. Er hat 2 Grafikkarten in seiner. Er spielt Warzone und auf PS5. Ich glaube es nicht. Ganz Unrecht hat er eigentlich nicht gehabt, Digga. Auf jeden Fall erstmal Dankeschön an meine Mods, die sonst immer das im Hintergrund machen.